Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute habe ich eine leckere große Schüssel Akruschka gemacht. Draußen so eine Hitze, Wahnsinn, dann so eine kalte Suppchen. Gerade passt dazu. Kann man das servieren zu dem gegrillten Fleisch? Das mögen wir gerne, wenn es so heiß ist und wir grillen mit ganzer Familie. Dann kommt so ein Schüssel auf den Tisch mit der Akruschka. Das passt so gut, da braucht man keinen Kartoffelsalat oder Nudelsalat. Das wird dann alles aufgegessen. Oder wenn es so heiß und will man gar nichts an den Herd stehen und kochen, weil es so heiß ist, hat man auch keinen Appetit. Dann genau so eine Suppe passt dazu perfekt. Und wenn ihr Interesse habt, wie wird das gemacht und es wird wirklich sehr schnell gemacht und schmeckt sehr lecker, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß! Für Akruschka habe ich folgende Zutaten vorbereitet. Kräuter habe ich schon gleich in die Schüssel reingemacht und bei kalter Suppe als Meerkräuter schmeckt auch besser. So, erfrischend habe ich Fleischwurst, Radieschen in so einem Viertelchen gemacht, hartgekochte 3 Eier klein geschnitten, ein großer Kartoffel. Oft mache ich ohne Kartoffel. Wenn meine Kinder kommen, mache ich ohne Kartoffel, das mögen die das nicht. Immer Kruschka Kartoffel. Dann sagen sie, Mom, dann mach lieber dann Kartoffelsalat. Und frische Gurke. Anrichten werde ich mit Eiern, was ich selber gemacht habe. Und wie ich es mache, kann ich euch unten in die Beschreibung links stellen. Es geht wirklich sehr schnell und viel preiswerter. Anwürzen ganz normal mit Salz und Pfeffer. Und da braucht man noch ein bisschen Säure, wenn es reicht nicht von den Eiern. Oder kann man Buttermilch nehmen, Kefir kann man nehmen, Joghurt mit ein bisschen Sprudelwasser verdünnen nehmen. Oder Quass dazu nehmen. Das ist wirklich sehr viele Varianten gibt es. Und für den Geschmack noch ein bisschen Zitronensaft, weil ich habe sowieso Zitrone aufgeschnitten, wegen Eiern machen. Und brauchen wir jetzt alles nur zusammenmischen. Es geht wirklich sehr schnell. Und wenn das bisschen steht und zieht, dann ist das am schönsten. Alles kleine geschnittene. Unsere Zutaten reinmachen. Veganer können auch natürlich Wurst rausnehmen oder Vegetarier, die Veganer nehmen auch keine Eier. Da kann man ein bisschen mehr Radieschen und Kartoffel reinmachen. Alles gut. Verrühren. Und die Menge, es ist natürlich, es kommt darauf an, für wie viel Personen ihr das zubereitet. Jetzt geben wir uns Eier rein. Und geben wir so viel, wie eure Konsistenz für euch angenehmer ist. Es ist kein Salat, es ist wirklich super und darf etwas dünner sein. Geben noch ein Becher dazu. Und das wird bestimmt reichen. Ja, und jetzt brauchen wir nur nachwürzen. Probieren wir. Es fehlt noch Salz. Und Pfeffer und ein bisschen von Zitrone. Probiere dann noch und wenn was, dann gebe ich noch ein bisschen Essig. Essig macht auch diese angenehme Säure. Und ich habe Essig von den Schnittlauchblüten, was wir im Frühling gemacht haben. Da passt genau richtig dazu. Wer eine mag, kann auch Prise Zucker dazu geben, als Geschmackbalance. Sehr gut. Ein bisschen Zitronengeschmack kommt vor den Grund und ganz bisschen von Essig. Abschmecken, liebe Freunde, alles nach Geschmack, weil die Geschmäcke sind unterschiedlich. Und jetzt muss unser Salat aber mindestens eine Stunde stehen und ziehen. Dann schmeckt er wirklich sehr gut. Am besten ihn machen vormittag und wenn mal abends grillt,
dann steht er im Kühlschrank richtig schön kalt. Das schmeckt am besten. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig. Es geht wirklich so schnell und schmeckt sehr, sehr gut. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, einen guten Appetit. Würde sehr freuen mich über eure Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Für Daumen hoch, vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert, dann abonnieren Sie mich und vergesst nicht, die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich neues Video rausgebracht habe. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!